Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4 im DLC Automatron. Ja, in der letzten Folge bin ich aus dem General Atomic Dingen hier rausgegangen. Fabrik, was war auch immer, wo die ganzen Roboter waren und hab gesagt, ich werde mein Schwert holen, das 50% mehr Schaden gegen Roboter macht. Geil, was? Und ja, hier steht, schau dich bei General Atomics Fabrik um. Und wenn ich Viereck drücke, während ich auf eine Quest bin, dann wird mir auf der Karte angezeigt, wo ich hingehen muss. Ne? So, das mache ich jetzt mal. Und buff. Das Ding sagt mir, ich soll nach Concord gehen. Was? Ich habe so einen leisen Verdacht, was das bedeutet. Weil folgendes, als ich nämlich hier aus General Atomics rausgegangen bin, dann ist mir so ein Roboter mit nach draußen gefolgt, der mich sofort getötet hat. War, glaube ich, ein Boss oder so. Also Fallout 4 Boss, wisst schon. Und ja, dann bin ich gestorben und der Spielstand wurde geladen. Dann war ich wieder außerhalb von General Atomics. Da habe ich ganz schnell Kreis gedrückt und habe mich weggebeutelt, bevor der spawnen konnte. Und ich habe so einen Verdacht, dass jetzt dieser Roboter nach draußen gegangen ist und mir jetzt bis zu meiner Basis gefolgt ist. Und dass der jetzt wahrscheinlich in diesem Moment auf dem Weg hin ist und der kommt volle Möhre jetzt hier hin. Und ja. Oh, okay. Der kommt jetzt volle Möhre hier zu meinen Dingen hin, zu meiner Basis und will mich jetzt fertig machen. Geil, was? Was willst du denn? Du bist hier in meiner Basis, verdammt. Guck euch das an. Der ist mir bis hierhin gefolgt, bis zu meiner Basis. Was ist das denn? Wenn ich das Gebiet verlassen habe, meine Güte, sind die Gegner hier. Aber sowas von hartnäckig. Also, ich habe noch nie so hartnäckige Gegner gesehen wie in diesem Spiel. Warte mal. Komm, Sperre. Ich dachte, ich kann den. Ja, frisst halt. Willst du denn? Du bist hier in meiner Basis. Willst du denn? Komm her. Hier, ich nehme General Chaos Rache. Ja, macht halt Schaden. Wir sind jetzt ja nicht mehr in General Atomics, wir sind jetzt hier bei mir. Siehst du, Tyler, das gehört mir. Ich hätte ein paar Geschütze noch aufbauen sollen. Ja, meine Hunde, die gehen jetzt auch nicht los. Boah, ich stelle euch mal vor, was passiert wäre, wenn meine ganzen Gefährten ruhiger wären. Die hätten das Viech zerstört. Oh nein, der explodiert, oder? Der explodiert, der explodiert, der explodiert. Oder? Nein, okay. Das war witzig. Welcher ist Gerät? Mini-Atombombe. Okay. Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Ada. Haben Sie etwas bei diesem Roboter gefunden? Ja, ein hier. Hey, hast du schon Stimmt. So Robohirne kommen gar nicht in dem Spiel vor, gesehen? ne? Da waren auch Gegner in Fallout 3. Von Militäreinrichtungen Aufzeichnungen über solche Roboter gefunden. Laut meinen Datenbanken nennt man sie Robohirne. Genau. Sie zielten zu Mein den Gott, ist das technisch viel verklemmt im überlegensten Hintergrund. Robotern aller Zeiten, aber das Modell ging nie voll in Produktion. Ja, er hatte diese interessante Technologie bei sich. Hochinteressant. Sehen wir uns das mal an. Beeindruckende Technologie. Wenn meine Analyse stimmt, ist das ein spezialisierter Radarpeilsender. Ganz Sollte mechanisch führt, Mechanismus oder? das Robohirn im Auge behalten, das Sie zerstört haben. Als nächsten logischen Schritt müssen Sie mir diesen Peilsender einbauen, damit wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Okay. Hoffen wir mal, dass das Ding sicher ist. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Für den korrekten Einbau benötigen Sie eine Roboterwerkbank und ich muss anwesend sein. Zum Wohl der maximalen Effizienz sollten wir weiter zusammenbleiben, bis der Radarpeilsender erfolgreich eingebaut wurde.
Ich warte die ganze Zeit, dass mir Curry zustimmt, aber ich habe die ja gar nicht mehr dabei. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir da das Ding reparieren, wollen wir erstmal hier in General Atomics weiter erkunden. Muss man sich mal vorstellen, ich bin rausgegangen und im Normalfall folgen die Gegner einen ja auch. Das kann ich ja verstehen, aber ich hab mich so schnell weggeportet, bevor der Gegner überhaupt aufgetaucht ist. Und was macht der Gegner? Der ist natürlich trotzdem noch außerhalb dieser Fabrik aufgetaucht. Der ist mir durch das halbe Ödland jetzt hier gefolgt. Was hat die gerade gesagt? Intelligenzen Roboter aller Zeiten? Das Viech ist. Gucken wir uns mal den Weg an. Boah, willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Hier, von hier bis hier. Ich nehme mal an, das wird wirklich so in Echtzeit wirklich eine Stunde dauern, bis ich so zu Fuß bis da hinten laufe. Das Viech ist mir eiskalt gefolgt, den ganzen Weg. Weil bin ich nur zurückgegangen, um mir eigentlich das Schwert zu holen. So, aber mit der Werkbank, das lassen wir erstmal. Ich will die anderen Roboter da auch noch abschnetzen, damit ich deren Teile bekomme. Weil wenn ich schon einen Roboter baue, dann erstmal, nachdem ich auch ein paar Teile habe. Ich habe jetzt, weiß nicht, zwei Köpfe, ein Mr. Handy, Arm oder Greifer oder was auch immer. Und so Ketten von so einem Robo-Ihren. Da waren übrigens auch normale Gegner in Fallout. Also, ja, normale Gegner. Aber die kamen auch in Fallout 3 vor. So einige der schwierigeren Gegner. Ich fand die Sentry-Bots, also diese Wachbots, wie sie hier heißen, war schon immer stärker. Weil in Fallout 3 konnten die nicht nur so Minigun-Schüsse abgeben, die konnten auch Raketen auf einen schießen und ja, die haben wehgetan. Dafür halten die in dem Spiel ja viel mehr aus. Und ja, Robo-Hirne waren auch so, ich glaube, so die zweitstärksten Roboter in Fallout 3. Und ist mir gar nicht aufgefallen, dass die gar nicht in dem Spiel vorkam. Teslas Forschung. Energiewaffen verursachen darauf plus 5% mehr kritischen Schaden. Mich nur mal anmerken, mein Lasergewehr mit den sowieso schon hohen kritischen Schaden wird jetzt noch stärker. So, und ich hoffe, die ganzen Roboter sind mir jetzt auch nicht überall hingefolgt. Wahrscheinlich sind die auch jetzt durch das halbe Ödland gerannt und sind aber verreckt oder irgendwie sowas. Mal ernsthaft, meint das hier irgendwie mich in meiner Basis zu erledigen? So, muss mal herausfinden, was dir alles gefällt, Ada. Du bist ja auch ein Gefährte, oder? Du bist bestimmt auch Charakter. Aber ich dachte, so, wenn man sich einen Roboter bauen kann, dass man so einen charakterlosen Roboter bekommt, aber ja, weiß ich nicht. Galeria. Ja, das ging nicht so gut aus in Galeria. Der ihnen nur wenig über Mühe Stress bereiten wird. Nein. Den Einsatz umfassende Tests unterzogen wurden. Ja, sicher. Galeria ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ort gewesen, ne? Total sicher, ne? Die wollten einen bestimmt nicht irgendwie schaden oder so. Und haben irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Dollar oder so für eine Bowling, für ein Bowling-Spiel oder so verlangt oder so. So, noch ein Aggressor-Ton. Ich dachte, ich brauche so normale Sachen hier, so Netz-Relays-Spulen und all so was. Aber anscheinend gibt es hier extra Gegenstände für. Aber ich frage mich, ob noch mehr Sachen irgendwie hinzugefügt wurden. Im Normalfall werden noch irgendwelche Perks oder so noch hinzugefügt, indem man bestimmte Sachen erledigt hat oder so. Hier befinden sich einige recht beeindruckende Geräte. Und ich nehme an, wenn ich das jetzt hier irgendwie abschließe oder irgendwas Bestimmtes mache, dann bekomme ich auch irgendwie ein bestimmtes Perk oder so. Eine Fähigkeit, weiß ich nicht. Bestimmt irgendwie gegen Roboter mehr Schaden oder was weiß ich. Oder wahrscheinlich irgendwas in Bezug auf sie, dass sie irgendwelche Effekte bekommt. Kann ich mir vorstellen. Es gibt immer wieder nur Sachen, die noch außerhalb von den
Sachen, die so oder so dabei sind, hinzugefügt, sag ich mal. So, ich glaube, das Schwert zieht sogar mehr ab als meinen Dingens hier. Ja. Mein Schemdraun-Schwert. So an sich. Warum ist denn das stärker geworden? 41, okay. Vorhin hat er 39 noch abgezogen. Was hier tut 23 und so abziehen. Ja. Wünsche ich ja irgendwie eine Waffe oder so, eine Fernkampfwaffe, die gegen Roboter effektiv ist. Okay, das interessiert mich. Stimmt wohl noch. Oh Gott, ein, zwei Zeitschriften oder so noch hinzugefügt. Im Spiel. In dem Addon. Was tust du denn? Hey. Ja, ich glaube, das macht ein bisschen mehr Schaden, wenn ich treffen würde. Ah, nein! True the fire and flames! Ah, Strahlung. Bobo hier ein Torso, sehr gut. Bin mal gespannt, was ich mir für einen Roboter bauen werde. Das sieht mich schon. Oh nein, du bist wieder so ohne, oder? Ja. Kritischer Treffer! Komm schon. Oh Gott! Gleich wieder in der Lab übrigens. Und so, also, bald kann ich mir einen Aggressor-Tron bauen. Viecher an sich finde ich ja eigentlich auch schon interessant, aber wahrscheinlich wäre ein bisschen langweilig, wenn ich hier so einen alten Roboter nachbaue. Muss schon irgendwas Einzigartiges sein. Aber erstmal brauche ich halt Teile, deswegen bin ich ja erstmal hier hingegangen. Da schließen nichts ohne Teile bauen. So, da wird ein Sanderbad. Kann ich ja nicht mehr hoch. So irgendwo hier. Da kann doch nicht gezwungen werden, hier das Ding aufzuschließen. Weißt du, wenn man nicht eine Fähigkeit genommen hätte. So wie ich. Das ist, wenn man nicht intelligent gewesen wäre. So wie ich. Geschafft. Stahl brauche ich noch Stahl. Ich weiß auch gar nicht mehr. Schon wird offscreen schon lange nichts mehr hier in Fahrrad gemacht. Aber ich nehme jetzt mal an, alle Roboter-Gegner haben jetzt irgendwelche Teile, ne? Die sie hinterlassen. Und nicht nur irgendwie welche, die im DLC vorkommen. Wir sind ja eigentlich auch nicht im DLC-Gebiet hier. Wir sind ja ein Gebiet, hat schon vorher da, aber deswegen bin ich auch ein bisschen so verwirrt. Normalerweise werden irgendwie neue Gebiete und so hinzugefügt. Das wär's. Aber Dingens scheint mir nicht irgendwie zuzustimmen. Vielleicht, wenn ich irgendwelche Dingens hacke. Terminals oder so. Bis jetzt hat sie mir noch zu gar nichts zugestimmt, oder? So, wo seid ihr? Ich sehe die ganze Zeit Gegner, ich weiß noch nicht, wo sie sind. Ja, hier war ich. So, wo seid ihr? Da hinten. Cybermech Autobot. Okay. Zeit wird angehalten, oder? So, dann komm mal her. Ein blödes Viech. Bleib rechts hier. Jo. Wo bist du? Getroffen? Hey. Was? Aber du triffst mich, ne? Das ist fair. Was ist das? Au! Hat getroffen, okay, weiter. Oh, ah. Hat mal Laser.
Ehrlich? Hey. Mein Gott. Geht's jetzt aus. Getsche Treffer sind im Bar. Das ist das nächste Ding. Ja, nicht. Lass mir das Ding hier öffnen, verdammt. Verarschen hier. Dann kann mich hier treffen und ich kann die nicht treffen. Ja, genau. Was soll ich für meine vollkommen überpowerten kritischen Treffer machen? Die jegliche Logik hier auf den Kopf stellen. Ab. Nein. Okay. Okay, langsam habe ich genug von diesen Mechanisten Holobändern. Wo ist übrigens Ada? Ah, Gott, nicht schon wieder. Oh, Impulsgranaten. Impulsdinger, ich sollte mal gucken bei mir zu Hause, ob ich irgendwelche Impulssachen habe. Wenn ich die nicht jetzt einsetze, wann dann? Okay, irgendwie ist hier aber nix. Okay. Gut, dann... Weiß nicht. Ja, noch nicht fertig, oder? So, hier bin ich gewesen. War da noch einige Türen irgendwo. Ja. So, magst du es, wenn ich hacke? Ich hack gerne. Guck mir zu, wie ich hacke. Road. Gang mine. Ja. Ja. Ah. Oh, okay. Da, wo ist diese eine Tür hier? Die sieht doch schon ein bisschen wichtig aus. Wahrscheinlich ist ja irgendwie ein Gebiet, das noch gar nichts mit dem DLC zu tun hat, ne? Hallo Einheiten 761. Willkommen in der Abteilung für Qualitätssicherung. Wir stellen sicher, dass Sie gemäß unserer hohen Standards funktionieren. Wir müssen ein paar Tests durchführen, bevor Sie Ihre Pflegetätigkeit wieder aufnehmen. Gehen Sie jetzt bitte in die erste Testkammer. Okay. Oh Gott, nein. Zuerst testen wir Ihre erzieherischen und verhaltensbeeinflussenden Fähigkeiten. Ein Kollege spielt Ihren hypothetischen Schützling, den kleinen Timmy. Der kleine Timmy hat beim Fangenspielen eine wertvolle Vase zerbrochen. Die Vase war ein unersetzliches Familienerbstück. Bitte bestrafen Sie das Kind entsprechend. Bitte bestrafen Sie Timmy. Okay. Du hast meine 5000 Euro Vase kaputt gemacht. Bestrafen Sie das Kind. Okay. Das, weiß ich nicht. Das Kind braucht Strafe. Kind. Gibt's irgendwas, was ich wegnehmen kann? Bestrafen Sie, Timmy. Gibt's irgendwie ein Spielzeug, das ich wegnehmen kann oder so? Muss doch irgendwas geben, was ich machen kann.
braucht Strafe. Bitte bestrafen Sie Jimmy. Ja, was soll ich machen? Mir dann Essen weg, was machst du jetzt? Bestrafen Sie das Kind. Ja. Das Kind braucht Strafe. Weil man sieht noch nicht mal aus wie ein Kind oder so, aber. Bestrafen Sie das Kind. Oh, Entschuldigung, ich greife die ganze Zeit dich an. Hey, strafe ihn. Das Kind braucht Strafe. Keine Ahnung. Bestrafen Sie das Kind. Was soll ich denn machen? Das Kind braucht Strafe. Ja, ich nehme deinen Wein weg. Bitte bestrafen Sie Jimmy. So, wir setzen uns hin und ich tue jetzt ein ernsthaftes Gespräch mit dir führen. Bitte bestrafen Sie Jimmy. Mich? Ich will in die anderen Räume noch rein. Kann ich den Hintern versuchen? Kann ich dich irgendwie bewegen oder so? Bestrafen Sie das Kind. Leichenschändung at its finest. So, wir setzen uns jetzt hin und reden ein bisschen. Das Kind braucht Strafe. Ich nehme einfach alles weg hier. Oh, kein Glaskrug, kein Aschenbecher, kein hellblauer Anzug, keine Tischlampe. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Ich muss da irgendwas auslösen, habe ich das Gefühl. Hier kein Schirmständer, Ende. Ich will auch in die anderen Dinger hier noch rein, hallo? Das für das Ding, ne? Ja, dann machen wir einfach weiter. Spiel will nicht, wie ich will, also. Ach, hallo. Das Kind braucht Strafe. Aber das sieht irgendwie gar nicht wie ein Kind aus, ne? Ich muss noch hier irgendwas machen. Ja, hier ist noch ein Terminal, also nehme ich mal an, da drinnen ist irgendwo ein Terminal. Das Kind braucht Strafe. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich werde ausquinieren, also ein bisschen rumprobieren. Bestrafen Sie Jimmy. Irgendwie ein Knüppel oder so dabei. Bestrafen Sie das Kind. Ich tue dir mal auf den Hintern jetzt hier. Bestrafen Sie das Kind. Was will das Spiel von mir? Ich habe ja alles kaputt, was weiß ich. Bestrafen Sie Jimmy. Ja, frisst das. Bitte bestrafen Sie Jimmy. Muss er ja irgendwie weiterkommen. Das Kind braucht Strafe. Keine Ahnung.
Ich sage, ich beende den Part hier. Terminal irgendwo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen Zuschauern und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.